Herr Kramer, 1:3 zum Auftakt gegen Homburg verloren. Einen großen Vorwurf können Sie Ihrer Mannschaft nicht machen, oder? Grundsätzlich nicht. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gut gespielt haben. Wir hatten Homburg mit vielen, vielen Chancen haben wir sie bearbeitet, aber wir haben eben keine Qualität anscheinend in der Verwertung von Torchancen. Das, was ich auch am Freitag schon in der PK angesprochen habe, da sind wir einfach zu inkonsequent, sind dann nicht überzeugend genug. Und das hat man heute gesehen, dass Homburg eben so eine Spitzenmannschaft ist, die aus drei kleinen Chancen eben drei Tore macht. Und ich glaube, dass die drei Tore natürlich auch mit auf unser Konto kommen, weil wir sie in der Entstehung vorher einfach auch zugelassen haben. Und trotzdem sage ich, das war eine der besten Spiele, die, es hört sich blöd an, aber es war eine der besten Spiele, die wir hier absolviert haben. Nur das Ergebnis stimmt nicht. Was ärgert Sie in den Gegentoren? Ja, dass individuelle Fehler gemacht wurden, die unnötig waren und daraus sich eben diese Torchancen bzw. die Tore entwickelt haben. Und wir hatten genug Chancen, mindestens auch gerade in der ersten Halbzeit mindestens drei Tore zu schießen. Und das muss man dann mal machen, damit man dann auch so gegen so eine Mannschaft gewinnen kann. Jetzt ist Steffen Kienle heute zurückgekehrt nach seiner langen Verletzung, hat gleich ein Tor gemacht. Bewerten Sie seine Leistung? Ja, Steffen ist für die Mannschaft enorm viel wert, rackert auf dem Platz, hat eine enorm gute Mentalität, macht die Bälle gut fest. Und wir haben ja, unser taktisches Mittel ist ja auch aufgegangen. Wir wussten, dass Homburg hoch steht, dass sie eben die Räume im Zentrum ein bisschen freilassen, damit sie vorne alles zustellen. Und das hat er hervorragend gemacht. Aber man sieht eben auch, dass er noch nicht bei 100% ist, weil dann nach 60, 75, 70 ist dann eben die Luft auch raus. Und was ist jetzt die Marschroute für Kassel kommende Woche? Ja, weiter den Kopf hochhalten, immer weiter akribisch und fleißig arbeiten. Und dann fahren wir nach Kassel, um da die drei Punkte mitzunehmen. Das ist ja einfach so. Dankeschön.